Also ich bin jetzt Level 35. Na, sagen wir, sind wir 36. Ich weiß nicht, ob sich das Ding noch lohnt hier. Bin ehrlich mit euch. Dismiss Pet. Ne, der geht gar nicht erst ran. Der gute. Schneeflocke. Ja. Chillt sein Leben. Der ist nicht so gewalttätig. So, wir haben ein bisschen Erholung, also mal sehen. Das Ding hier gibt. Ein richtiger Feind ist das ja. 7,2K mit Erholung. Ist jetzt nicht so viel, ne? Würde fast behaupten, das rentiert sich nicht so krass bisher. Wir greenen mal rein. Retreat. Mal sehen. Ist okay, ich werde heute meine bessere Hälfte zum Frauentag ausführen. Ja, wir waren heute Kaffee. Ich hatte eine fette Marzipantorte, meine Dame hatte eine belgische Waffel mit Vanilleeis. Und Rooibos, Ingwer, Orangentee hatte sie, glaube ich, noch. Und ich hatte noch einen dicken Kaffee. Deswegen trinke ich jetzt gerade keinen Kaffee, weil ein bisschen Kaffee reduzieren, ne? Hallo Mad Max. Hallo liebe Sieglinde, du Süßmaus. Hallo Mad Max. Vielen Dank fürs Kompliment. Ich bin gerne eine Süßmaus. Hallo Xun. Hallo Patz. Na, ich finde, so ein Tee war schon gut, muss ich sagen. Der war solide. Ich werde mal chillen wegen der Turtle. Ich muss sagen, die XP rentiert sich jetzt gerade nicht so, ne? Aber das Gute ist, dass mein Kollege hier, glaube ich, auch XP kriegt. Und der ist noch Level 19. Den haben wir auf Level 10 oder so gezähmt. Und der muss jetzt nachleveln. Ne? Dementsprechend ist es eigentlich ganz geil, das mitzunehmen. Für hier sprinten und so weiter. Ne? Ah, dafür muss er Level 40 sein dann. 30, glaube ich. So. Kriegen wir eigentlich nochmal eine neue Falle? Nee. Salve kriegen wir. Wait. Wir kriegen noch Salve. Das war ziemlich nice. Aber hat Salve irgendeinen Nutzen, den? Man hat doch eigentlich gar keine Zeit für Salve reinballern, oder? Weil Explosion und Trap macht ja viel, viel mehr AOE-Damage. Hat man da genug Global Cooldowns, um eine Salve zu channeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, Salve würde gehen, wenn du halt nicht deinen Fallenkram hättest. Ne? Und Explosion ist halt viel zu broken dafür. Muss man sagen. Nee, Salve in Classic ist nicht so geil. Und es muss channeln. Also du musst stehen bleiben, das casten das Ding. Nee, epische Armbrust leider noch nicht bekommen. Leider nicht, ne. Gehen wir beides rein. Aber ein Level-Up haben wir bekommen. Und der Punkt geht in Deterrence rein. Deterrence machen wir auf. Deterrence. Hat das gar keine Ammunition, das Ding? Reicht ein Tank für BFD? Ja. Ja. Gefühlt kannst du gar keinen Tank nehmen. Das Addon fürs Lernen ist What's Training. Damit du sehen kannst, was du als nächstes lernen kannst. Sehr, sehr hilfreiches Ding. Danke, gerne, gerne. No problem.
So, einmal hier durch. Mal den noch weg, oder? So. Ja, das Ding ist, ich glaube, ich brauche die Armbrust auch gar nicht mehr. Also sind wir ehrlich, brauche ich die Armbrust auf meinem Level noch? Ich glaube nicht. Don't denke so. Lass mich in Ruhe. Gold machen für den Farm. Ich guck mal, ob ich irgendeinen Dungeon farme. Kollege wollte nachher Dude, Waffenkammer machen. Müssen wir mal reingucken. Ob wir das vielleicht mitnehmen, aber irgendwie sowas. Joink. Drück die Daumen. Ist eine gute Zweihand. Aber alle Hand haben drauf genietet. Slash Loot ist der Befehl, by the way. Alle Hand haben drauf genietet, Leute. Bitte, bitte. Ich glaube sogar Dual-Wield-Affenwaffen sind besser als das Ding, aber... Komm, der Krieger braucht die nicht, oder? Komm, Streamer-Loot. Nein. Milk Me Baby Please hat gewonnen. Schade. Aber ich muss sagen, den 25er Hunter gönne ich es noch mehr. Der würde wahrscheinlich am meisten Nutzen daraus ziehen, von daher... Gönn dir das Ding. Enjoy. Und ich muss ein bisschen angeln vielleicht. Mal gucken. Kann ich mit meinem Schurken theoretisch in eine leere Gnomeriganer-ID reingehen? Ja, ne? Also ich kann den Gnomeriganer-ID übernehmen, dann sind keine Bosse mehr da, ne? Ich muss auf den Schurken nämlich noch gamblen gehen. Der Rogue hat nämlich noch... Gambling-Dinger. 16 Stück oder 46. Der Gnome soll ein Gamble-Char werden. Nur gamblen. Und angeln. Angeln und gamblen. Warum sagt er mir, ich kann das Ding aufmachen? Warum sagt er, ich kann die Schließkassette öffnen? Kann ich doch gar nicht. Als ob ich einen Skill dazu hätte. Weird. Sehr, sehr weird. Hattest du auch vorhin, komisch. Kathedrale wahrscheinlich. Irgendwann, wenn er soweit ist. Irgendwann gehen wir Karte farmen. Ungefähr mit Level 38, würde ich sagen. Aber mal sehen. Ich muss das Ding erstmal lernen, ne? Vielleicht fange ich erstmal wirklich an mit Friedhof farmen oder so und dann arbeiten wir uns hoch. Also Marksman, nee. Mit dem Speck hier. Die nächsten Punkte gehen jetzt hier rein und ein Punkt noch da rein. Warum gerade diesen Speck? Weil der perfekt ist zum Dungeon AoE Grind. Du brauchst den Petrets, du brauchst die Fallen Damage, du brauchst die Terrans. Also brauchst du nicht, aber kannst du mitnehmen. Genau, sieht weird aus. Der ist auch nur für Dungeon Grind. Für nichts anderes. Nur auf Survival und AoE Damage getrimmt. Also ich muss sagen, bisher... SP ein guter Ultra. Ja, ich finde Shadow Priest sehr nice.
Aber bisher hat sich der Dungeon nicht gelohnt, ne? XP-technisch, muss ich sagen. Kein ambides Sederan. Oh, mein Hund kriegt auch kein XP. Oder hat er gerade gelevelt? Oh. Irgendwie schwierig, Leute. Guten Tag, Vegeto. Einen wunderschönen. Mit dem STV-Event habe ich mitbekommen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das geträumt habe. Ich habe irgendwo gelesen, das STV-Event wurde geändert, aber habe ich das geträumt oder ist das wirklich so? Wenn du mal Altar bist, 90% kriegst du 90% weniger Schaden. Genau, irgendwie sowas war da, glaube ich. Ja. Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich geträumt habe oder nicht. Leute, ich habe in den letzten 30 Tagen über 300 Stunden WoW gespielt. Ich kann WoW und Realität nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Ich habe keine Ahnung, was echt war oder nicht. Ob ich es geträumt habe oder... Ne. Reichen 400 Gearscore, um Worry Tank Gnome zu tanken? Ich habe keine Ahnung, wie viel 400 Gearscore sind. Tut mir leid. Ich habe kein Gearscore-Addon oder irgendwas. Kann ich dir nicht beantworten. Sorry. Ich würde, wenn ich es könnte. Aber ich habe null Ahnung vom Gearscore. Tut mir sehr leid. Ich bin komplett raus, was Gearscore angeht. Aber gibt es da einen Patch-Note vom Schlingnotal-Event? Oder war das einfach so ein Silent Change? Nicht, da ich wüsste, okay. Also ich muss sagen, der lohnt sich gar nicht. Also BFD mit 35. Das Ding ist, wenn du... Wenn du kein Gear mehr brauchst, also wenn du Items brauchst, okay, nimm man's mit. Aber sonst in der Zeit, wo ich hier drinnen bin, hätte ich auch questen können, wahrscheinlich. Und hätte ähnlich viel XP gemacht, ne? Weil ihr müsst überlegen, eine Quest mittlerweile gibt auch fast 6000 XP. Ne? Aber ich muss sagen, auf dem Level 35 würde ich nicht mehr reingehen. So 35, 36 denke ich, ist ein Run im Kloster oder so besser. Weil du musst ja mit einberechnen, nicht nur die Zeit, wo du drinnen bist, auch die Zeit, wo du hingehst, eine Gruppe baust, alle Leute müssen rankommen und so weiter, ne? Aber du musst dir überlegen, die Bosse geben mir weniger XP jetzt auf dem Level und du musst dir erstmal die Gruppe zusammenkriegen. Du darfst ja nicht nur die Zeit rechnen, wo du drinne bist, sondern auch Vorbereitung und so weiter. Ne? Also ich glaube, in 35 wird nicht mehr rein. Oder 36 halt. Vielleicht geht es mit 35 besser. Aber 36 fühlt sich nicht mehr so doll an. Ich meine, die letzten beiden Bosse werden doch mal gut was geben, aber... I don't know. Ich glaube, das lohnt sich mehr, einfach einen Armory Run zu machen. Im Scarlet Monastery. Vielleicht. Kann natürlich auch falsch liegen, ne?
Wartet mal, Leute. Das Ding hier, ne? Das Ding hier. Kann ich das vor Level 40 tragen? Nee. Nevermind, kann ich nicht. Haben wir schon alles gepult? Nee. Noch nicht. Letzte Pull, würde ich sagen. Und dann gib ihm. Da kommen die Lümmel hoch. Kriegen wir hin, oder? Wir haben gute Hunter dabei. Ich hätte vielleicht Explosion noch reinnehmen sollen, ne? Wäsche auf ein kurzer Stream heute. Ja, also ich werde nur so um die 7 Stunden machen heute. Also heute kurz. 7, vielleicht 8 Stunden. Je nachdem, wie es sich ergibt. Ich habe heute und morgen nicht so viel Zeit. Deswegen... Muss das schlechte Gewissen ein bisschen bekämpfen, aber das wird schon. So, Schneeflocke hat Hunger. Ja. Oh, der hat schon alles geholt. Spannend. Moin, Cosmo. Ein wunderschön. Hallöle. Jo! Oh, den Hunter. Ich glaube, ich habe gerade einen. Ich hab gerade einen Ruin weggemultishottet. Ich glaube, der ist dead. 0,0 Items bekommen. Ah, RIP. Ah, ich habe auch noch keine gekriegt. Auch noch ohne. Ich meine, die Armbrust ist auch nicht mehr so geil, oder? Kann ich die noch spielen, wenn sie droppen sollte? Nee, ne? Na. Die ist ja schon. Warte mal, die ist schon sehr gut, ne? 18,7. Aber ich glaube, eine grüne auf 40 sollte besser sein. Also eine grüne Waffe. Denke ich mal. Ich bleib mal hier. Notfalls ist ein Schaden. True. Hallo, Elve Dritsche. Ein wunderschön. Wie geht es so?
Das Ding ist, meine Pfeile, mein Aspekt macht so viel Mana. Ich habe heute auch Sonne genossen, ja. Wir waren heute lange spazieren und waren Kaffeekuchen. Im Endeffekt hatte ich zum Frühstück eine Marzipantorte. Wenn du es so siehst. Staub zu Staub. Staub zu Staub. Schneeflocke ist dead. Das ist sehr traurig, Leute. Ich meine, wenn niemand den Hals braucht. Nein, er braucht ihn. Dann hätte ich reingerollt. Aber wenn jemand braucht, dann natürlich nicht. Rest vom Chili, sehr nice. Klingt auch sehr gut. Ja, bei uns gibt es heute noch ein bisschen Tiefkühlpizza über den Tag. Weil wir die Tiefkühltruhe enteisen müssen. Weil in der Tiefkühltruhe ja eine Cola explodiert ist. Die ich da drin vergessen habe. Eine Dose. Deswegen wird gerade die TK so ein bisschen aussortiert. Alles, was noch drin ist, ne? Dachte, Hunter nieden alles, normal ja. Aber ich bin ein solider Hunter. Ich brauche nichts. Die Cola-Dose wäre ein Insta-Bild gewesen. Hab ich euch das Ding gezeigt, ja, ne? Du meinst das hier, ne? Einfach in die Luft geflogen, Leute. Richtig schön, ey. Richtig toll. Dieser explodiert das Ding. Bumm. Und welcher der Bisshelm ist für PvP Elemental Shaman? Leder oder Stoff? Leder. Ich meine, Stoff kannst du auch nehmen, weil die Schuhe sehr geil sind, ne? Aber Leder würde ich nehmen, weil du den gleichzeitig mit den Handschuhen ziehen kannst und dann doppelten Burst hast, theoretisch. Was hat der für eine Waffe an eigentlich? 20,2. Okay, dann ist die Armbrust auf jeden Fall nicht besser für uns. Also wenn sie droppen sollte, kriegt ihr der am besten der Low-Level-Hunter. Weil der muss noch leveln, ja, wir sind... Wir können eine grüne Waffe kaufen, die besser ist, theoretisch. Na, das Ding ist, ich brauch's halt nicht. Also bei mir wäre sie verschwendet, ne? Aber komplett. Jo, Frettchen. Vielen Dank für den 7. Monat. Tierwonzer, vielen, vielen lieben Dank. Für die Unterstützung. Und willkommen zurück für 7 Monate. Holy moly. Hallo. Hallo auch im Chat natürlich. Warum flammt er jetzt den Krieger? Ich glaube, der Krieger hat 2-3 Giftstacks genommen, deswegen flammt er gerade den Krieger weg. Danke für die Videos und den Content, sehr gerne. Danke fürs Schauen natürlich. Oh, der Krieger ist gestorben. Und er kriegt jetzt keine XP von dem Boss, der Arme. Ist mir letztes Mal auch passiert, by the way. Keine Armbrust. Oh, warte mal, wir brauchen noch die Träne, ne? Wait. Das Ding braucht jeder. Oh, oh.
Drückt die Daumen, Leute. Ich warte noch, bis der Krieger gerollt hat. Obwohl XP-technisch, wir haben im Endeffekt über ein halbes Level gemacht. Vielleicht lohnt es doch noch. Reinlagen, wir versuchen. Wir tryen. Wir brauchen Stream RNG. Auf jeden Fall. Desolace 34 Zwordler. Kann es auf jeden Fall gehen, ja. Und hallo Donklongs. Das waren 62%. Nice. Okay. Ich habe eine 6 gewürfelt. Und Ruhestein.